Hallo Leute, willkommen. Hier ist mein erstes Video. Ich bin's, der Steen. Ich zeige euch heute das Spiel Truedown. Das ist eine Art von ganz vielen Serien, zum Beispiel Family Guy, die ganzen Serien Simpsons, alles drum und dran ist damit dabei. Ich wollte euch heute mal zeigen, wie es hier bei mir aussieht. So. Also bei der Forschung, da kann man Leute reinstellen. Zum Beispiel machen wir jetzt einen Klaus und. Warte, ich glaube, da habe ich mir alles. Sagen wir mal die Kunst. Oder machen wir mit Hanks irgendwas da. Ja, dann kann man hier ein Video gucken. Ja, das überspringe ich. Jo, also hier bin ich wieder. Dann, das ist hier halt, das dauert jetzt 7 Stunden und dann ist das so eine Mischung, so eine Combo sozusagen. Das heißt, du kannst dann auf das Spielfeld, das zeige ich euch gleich, den Klaus setzen und auf die Karte kannst du nochmal was anderes setzen, was dann sozusagen halt zusammengemischt wird. Das kannst du dir auch machen. Machen wir einfach mal, dann tue ich gleich was updaten und Steve einmal hier und hier. Hier nehmen wir dann einfach mal die Haley und Inventory alle Karten. Oh, bei der Haley habe ich anscheinend schon alles genommen. Ja, okay, hier kann ich dann eigentlich nichts mehr gescheit machen. Oder Propane und Steve, ja, den können wir auch nochmal machen. So, das ist dann, das dauert hier jetzt eine Stunde, bliblablu. Die ganze Kacke hier, dann gehe ich jetzt gleich mal auf ein Abenteuer. Oder ich zeige euch erstmal mein Deck. Sorry, wenn es im Hintergrund so ein paar Geräusche gibt. Ich laufe hier gerade ein bisschen rum. Und der ganze Kack. Hier, der Typ, das ist eigentlich der Typ, der uns alles erklärt. Hier, bla bla bla, yeah. Ja, weiteres Deck hinzufügen. Ja. Aber nee, na ja, Roger. Gehen wir wieder auf Deck 1. Dann kann ich hier euch mein Deck zeigen. Ja, also hier habe ich einmal 20 Mäuse, Alkohol, den Bullock, Crack, ach scheiße, Geld, die Haley, den Klaus. Apropos, also die Grünen sind selten und die Grauen, sage ich mal, sind normal. Ja, Steve und der ganze Mist. Dann hier unten im Inventar habe ich das Flugzeug, das Geld, Hanks, Health, Spookhouse, Cushy Cuppy, keine Ahnung, was das andere ist, Propane, Rogers Raumschiff, Spielzeug und Waffen. Das ist halt mein Deck. Ich habe den Roger gewählt. Keine Ahnung, ich finde den eigentlich ganz lustig in Family Guy. Dann gehen wir gleich mal auf den Shop. Und zeige ich euch mal, wie der Shop aussieht. Irgendwie ist das ja gerade eher ein Review, weil ich euch das komplette Spiel erkläre. Oh. Ja, so hier kann man dann halt die Sachen wie Pakete und den ganzen Dreck kaufen. Hier gibt es zum Beispiel ein Paket für Diamanten, was ich. Ah, da fehlen mir. Warte mal. Ich habe hier oben 25 Diamanten, das heißt, hier fehlen mir 2 Nullen hinten dran. Also. Kann ich mir fast leisten. Hier halt auch Karten. Hier sind da halt nur Karten. Hier kann man sich dann welche kaufen. Warte, ich kaufe mir einfach mal eine. Mach jetzt anders aus. Mal gucken, was da drin ist. Schule, gewöhnliche Drogen. Oh, Drogen. Die Spielzeuge. Oh, ah, geil. Hey, ganz geile Sachen gibt's hier. Oh nein, ah, oh geil, ja, nice, oh mein Gott, wie viele habe ich freigeschaltet, okay, war auch relativ teuer, ah, jetzt habe ich hier eine Aufgabe erfüllt, hier kriegt man halt auch nochmal Sachen, XP, okay, ja, wahrscheinlich, ja, jetzt habe ich nochmal eins erfüllt, zack, 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 habe ich erstmal gleich wieder ein paar Münzen dazu. Ja, hier sind die Edelsteine, die man kaufen kann. Und hier
Man kann sich auch was angucken, um gratis Edelsteine zu kriegen. Und hier sind Gegenstände wie Elixier, Ressourcen, der ganze Dreck halt. Okay, also dann zeige ich euch jetzt mal. Was zeige ich euch jetzt? Warte. Entschuldige, dass das Spiel so ein bisschen hinten dran ein bisschen länger dauert, aber ich denke, das wird euch nicht stören. Dann gibt es hier die Arena. Dann gibt es hier meine Siege. Nee, das ist nicht meine Siege. Entschuldige. Warte, ich zeig's euch. Hier, bring den Anführer zu deiner Gilde, an deiner Belagerung teilzunehmen. Bereit, wähle die Insel, auf die du verteidigen willst. Achte dabei auf deine Stärken. Ja. Entscheide dich auch für das Deck, mit dem du die Insel verteidigen willst. Sobald die Vorbereitung abgeschlossen ist, beginnt die Belagerung. Wenn du eine Insel komplett ausgelöscht hast, gibt es viele Bonuspunkte. Am Ende, bla bla bla, der erzählt jetzt nur noch den ganzen Dreck. Okay, egal, das mache ich später, weil ich möchte erst euch die anderen Sachen zeigen, gescheit, was euch wahrscheinlich von dem Review am meisten interessiert. Die Schlägerei ist vorbei, schade. Dann hier gehen wir einfach mal auf Arena. Da spielt man sozusagen gegen andere Leute. Ja, da spielt man gegen andere Leute. Ich mache einfach mal einen Kampf, um euch das ein bisschen zu zeigen. Oh, der hat auch den Roger. Cooler Typ. Okay, sorry, das war mein Magen. Ah, okay, ist aber auch gerade nicht schlecht. Setzen wir gleich mal den Klaus. Machen wir den gleich mal auf Junkfood Klaus. Guck, das meine ich. Der hat den anderen Namen und alles. Er ist einfach anders. The Bullock. Den setzen wir auch mal. Hier kann man wenn man hier drauf klickt, macht er automatisch die Züge, die du haben willst. Und hier kannst du schneller machen. Das ist halt sozusagen überspringt die ganzen Sachen. Guck, das ist auch wieder eine Kombi. Ja, dann hier setzen wir einfach mal den Steve. Gegen der war jetzt relativ leicht. Ich habe schon gegen viel schwerer gespielt. War schon mal nicht gerade leicht. Ah, nee, wir setzen die Haley und nicht den Steve. Ah, habe ich schon gewonnen. Ja, das hier sind halt die Online-Games. Dann kriegst du hier Trophäen und wenn du ganz viele Trophäen hast, kommst du in eine neue Liga. Das sind halt schwere Gegner und alles und du kriegst Pakete. Du kriegst nach jedem Sieg ein bisschen Money, was ich jetzt meine. Und hier sind Chancen, was du bekommen kannst. 14 Blätter, die habe ich bekommen. 416 Geld. Ich hatte, glaube ich, nur 100 Geld. Und du hättest diesen Typ da kriegen können. Aber ich mache jetzt nicht nochmal einen Kampf. Wir gehen einfach mal gleich zurück. Und dann zeige ich euch gleich mal die Abenteuer. Das ist sozusagen die Story. Das heißt, ihr kämpft gegen Offline-Gegner, sagen wir es so. Hier, Herausforderung. Dann gehst du einfach zum Beispiel Schmetterlings-Herausforderung oder Brian Sauf-Herausforderung. Gehen wir mal auf Brian Sauf-Herausforderung. Kämpfen eine Runde. Ja, da setzt erstmal den Klaus. Okay, also. Oh, geil. Nice. Oh mein Gott, diese geilen Karten, die ich bekommen habe, Alter. Ist zu krank für mich. Scheiße, ich kann nicht setzen, gescheit. Muss ich halt die Haley setzen. Okay, setzt ihr erstmal die Haley. Ja, genau. 20 Mäuse. Scheiße, ich glaube, die ist gerade mit denen kann man. Ah, geil, mit dem Bullo kann ich die dann kombinieren. Machen wir mal aus der die reiche Haley. Ah, fuck, ich glaube, ich verliere. Okay, setzen wir mal den Bullo. Machen aus dem mal dann, Tyranny. Jo, alles klar, okay, ich glaube, ich muss dafür erst in diesem Generator, den ich euch am Anfang gezeigt habe, halt diese Kombos erstellen. Sonst verkacken wir. Also es geht nicht. Du kannst doch keine Kombo dafür einsetzen. Setzen wir den Steve.
Kann man den Steve mit der Schule oder so verbinden? Schade. Setzen wir Kostüme, machen wir aus dem den maskierten Held. Eigentlich war es auch. Oh, mal gucken. Ich gucke nur noch, ob ich euch die Schlägerei zeigen kann. Und wenn die Schlägerei irgendwie. Dann zeige ich die euch mal wann anders, wenn. Ah, ja, ich weiß nicht, ob die Schlägerei anfängt. Ja, Strudellehrling, schließen die Aufgabereihe Strudellehrling ab. Ja, habe ich gemacht. Ja, schon wieder die Schule. Schlägerei, vielleicht kann ich eine anfangen. Ja, gucken wir mal, Schlägerei. Ich glaube aber nicht, dass ich eine anfange. Ach, geil, ich habe gewonnen, eine Schlägerei. Ja, ich kann keine Schlägerei anfangen. Ja, dann denke ich mir mal, dann verabschiede ich mich auch von dem Review und ciao, bis zum nächsten Mal.